sagen, wir fordern nochmal die Behörden über die Zeitung auf, die Sache sich nochmal zu überdenken und vielleicht eine vernünftige Lösung zu finden, um einen Ausgleich für diese Fähre, das sieht man ja ein, dass die unwirtschaftlich ist. Und da hätte man vorher eigentlich wissen müssen, dass die Elbe eine gewisse Geschiebe, sagt man das so als Fachmann, keine Landkirche hat, die die Fähre mit dem Jetantrieb, das Gift ist praktisch. Und deswegen die ganzen Ausfallzeiten und die Schwankungen der Elbe, wird ja auch mal mehr. Niedrig Wasser haben wir jetzt fast jedes Jahr. Also wie gesagt, ich habe da mal gestern einen Artikel geschrieben, den wir jetzt in der Volksstelle bringen, da wird nochmal dargestellt, die Alternativen, die noch da sind. Und ich würde sagen, wir stellen uns alle mal auf, machen noch ein schönes Bild und das ist auch unser Beitrag dazu. Und ich meine, wir müssen vielleicht noch öfter mal so eine Aktion machen, um immer wieder einen Anschub zu bringen. Jetzt sagen, ja, hört zu, die Leute sind interessiert für seine Fähre. Wir müssen weiterarbeiten daran und dann werden wir so durchsetzen. Vielen Dank. Darf ich noch mal was sagen? Also am 17. Juni machen wir noch mal eine Demo auf der anderen Seite und hier mit alle Landfahrzeuge von Grün, Landwirtschaft. Hier, wenn wir welche finden, Autos, soll ganz groß aufgezogen werden. Hat man uns geraten und sogar ein Politiker hat das gesagt. Wir müssen das machen. Merkt euch mal, der 17.06. Weiß ich noch nicht. Schreibe ich dann in der Zeitung, ja? Das Wochenende. Mittwoch. Das ist... Mittwoch. Papi, hast du einen Eimer? Also am 18. Mittwoch. Am 18. kommt ein großes Gremium zusammen. Alle Landtagsabgeordneten und auch vom Bundestag. Und da sollten wir vorher Bilder zeigen, was wir hier gemacht haben. So war's. Schön. Ja. Ja, Schilder haben wir ja schon. Ja. Wir müssen halt, vielleicht kommen alle mal ein bisschen winken da drüben. Also. Ja, warum? Ingo! Holst du den jetzt? Ja. 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 Ja